Kurze Frage, So. ist das hier die Dings, wo wir hin müssen? Aber das eigentliche Problem ist, es gibt einfach viel zu viele Killer und das ist mir zu unbalanced und das ist keine Ahnung, weil ich bin dran gewöhnt, dass es so 6 Killer gibt. Also gefühlt. Ja, nö. Also, ne? Ist halt, ne? Das spielst aber LOL, die gefühlt wöchentlich gepatcht Ja, werden. genau. Und das ist das Problem. Ich spiele LOL. Das heißt, ich habe nicht so viel Platz. Ich mein Gehirn ist schon klein und kaputt. Oh. Weißt Ja. Das ist Bunkerus. du? Ah, Bunkerus Totalus Maximus, Alter. So, ich trinke und esse jetzt schnell was und dann können wir da rein, Ich nehme mal oder? den ganzen das ganze Zeug hier. Ist hier irgendwie ein Hinweis oder so? Oder hier drauf oder so? Ist das ein Frag? Was ist denn das? Frag bin ich, nachdem du mit mir geredet hast. Ja, das ist nachvollziehbar, Digga. So. Ah. Okay, dann würde ich sagen, hier ganz, warte mal, drei war die. Fresh. Nee, Warte aber kurz. DBD können wir actually demnächst wieder, ja, also Okay, ja, ist ein können Ding wir der machen. Möglichkeiten. Ja, das ging By jetzt the eher so way, an nimm mal lieber. Florett, weil mit dir will keiner spielen. Okay, dummer Hund. So, by the way, nimm mal bitte die Maske. Also, dunkle Licht-Dings. Ah, Nachtsichtgerät. gib mir eine Sekunde. Ach Oh, du das Dicke. ist creepy. Oh, das ist creepy, Junge. Was los? Warte mal kurz, ich brauche kurz Munition. Habe ich die noch? Ja, okay, habe ich. Obwohl, nee, lass mal nicht Nachtsicht, sonst ist nicht so scary. Lass mal richtig einfach full on Feuerzeug reingehen, oder? Oder Taschenlampe. Ja, mit Taschenlampe. Taschenlampe halt. So, ne? Wie Ready or Not Like, Alter. Wir sind hier. Geh mit Kreuz voran, Alter. Mir egal. Alter, bitte lauf nicht in mich rein. Ich krieg Panik dann. Ich lagge, warte, sorry, ich bin gerade richtig am laggen. Boah. Alter, ich sehe es gerade. Alter, what the fuck? Warte mal, ich muss meine Musik ausmachen, sonst habe ich keine Immersion hier. Digga, was ist denn hier mit dem Spiel? Ich würde ganz gerne langsam gehen können. Ist das eine Möglichkeit? Oh, hier ist irgendwas drin. Ach so, eine Kiste. Okay. Warte kurz. Ich will mal kurz vor mich vorbeidrängeln. Das sind irgendwie Lager oder sowas. DBD gut, diese. DBD absolut kaputt, Digga. Warte, ich muss kurz gucken, wie viel Munition ich habe gerade, weil ich bin etwas. True, true. Warte mal, ich habe zwar eine Schrotflinte, aber das heißt nicht, dass ich Munition habe. Okay, also ich habe 4 9 mm Schüsse. Schrot. Ich hoffe, dass. 9 Betäubung. Ein Gewehr. 6 Flinten und 7 Schrot. Okay, warte. Okay. Gönnergy. Ich nehme das Katana. Gönnergy auf die 1. So. By the way, ich würde mit Katana im Blockmodus vorausgehen, damit du, wenn du Ich nehme die irgendwas Schrotflinte. vorbereitest. Oder so. Haben wir überhaupt die Doppeltür gefunden, wo wir den Dude reingelassen haben? Den kleinen Timmy oder so? Ach Das du Scheiße. könnte gut sein, ja. Hier links ist was offen. Hier sind mehrere Räumlichkeiten. Hier ist Da ist Wasser. Wasser. Und das hier unten? Hier kann Das man. hier unten. Ja, okay, hier kann man nicht abtauchen. Okay, hätte ja sein können, dass sie hier irgendwas haben. Ja. Warte kurz, ich muss kurz jemanden schreiben, dass ich später antworte. Oh, scheiße. Okay, egal. Aber Jane kann auch gerne mal mich kaputt machen. Oh, das ist ein Call. Das ist ein Call. Annie, kennst du Jane Romero? Ja, natürlich. Okay, was ist das für eine Frage? Ja, Nein, habe ich diese Lache gerade gemacht? Fuck. Oh, warte mal, Feldration. Warte mal, dann schaller ich mir die doch rein. Komm, kipp rein so. die Kacke. Deine gute Feldportion hier. Übrigens, ich dachte, das ist Eis, aber es ist einfach Schleim, Alter. Das ist ja richtig wild. Bitte was? Was für ein Schleim? Das, was die Türen zuhält und sowas alles. Ja. Ach Das ist so. Schleim. Ja, ne? Es sieht halt komisch aus. Also so vom Material. Ich wüsste jetzt auch nicht, was. Es sieht halt aus wie Schleim. Pocken. Irgendwie auch vom. Das ist Schleim. Wenn du gegenhaust, hör mal. Okay, ja, stimmt. Von der Akustik her könnte man es deuten, ja. Okay. Das sieht extrem komisch aus. Also ich dachte, das ist vielleicht irgendwie so ein Cyber-Kryo-Eis-Scheiß-Whatever. Ja, das dachte ich auch erst, aber anscheinend nicht. Okay.
Okay. Was haben wir hier so? Hier ist Medizin. Oh nein, Ah? oh. Das lassen wir. Lass mal wieder Oh, umdrehen. shit. Wollen wir wieder umdrehen vielleicht? Das darf jetzt nicht wahr sein. Alter. Nein. Hä, spielen wir Phasmophobia? Wir spielen jetzt fucking Phasmo, Alter. Hallo. Die Polizei Sons ist of hier. Phasma. Bewegen Sie sich Sons of kein bisschen. Phasma. Dieser Scheißhase da bewegt sich, wenn er sich bewegt. Katze, halt die Fresse. Digga. Sie bewegen sich keinen verdammten Millimeter. Ist das Ich bin klar? gerade richtig am Scan, so ob von irgendeiner Seite was kommt, Alter. Was passiert, wenn ich den... Okay, ich habe ihn umgestoßen. Es passiert nichts. Okay. Das heißt, ich scanne vorne. Wir Den gehen können jetzt rück wir nach nicht hinten, ich mitnehmen. Den sag's können dir. wir. Den können wir nicht mitnehmen. Okay. Dann willst du hinten scannen? Ich scanne vorne, weil vorne kann ich noch Ja, abwehren hier. ich. Okay. Hier ist alles safe noch. Es geht weiter nach unten links. Warte mal, ich mache den Ton erstmal weiter hoch, dass ich jumpscared werde oder so eine Scheiße. Ja. Ich gehe langsam runter, ja. Alles safe noch. Alter! Junge! Was denn? Alter, Floretta hat den FBI-Command gemacht, Mann. Und dieses Wummern, Alter. Diese kleine Bitch, Alter. Ich habe die Weißt du, ich Flashbacks, sehe die diese dafür gekauft goldene, hat. ich sehe diese orange Tür hier und krieg schon, ich dachte mir so, fuck, fuck. Ich habe mich erschrocken, Alter. ich dachte, da kommt jetzt irgendwas. Junge, Alter, mein Puls krank. Scheiße. Oh nee, ich hab keinen. Fuck, hier sind irgendwelche Räume und okay, hier unten ist erstmal clear. Oh, Digga. Guck mal, das erinnert mich irgendwie am vom Ende vom ersten Forest, wo so diese Glasteile sind und die Viecher dahinter. Gefühlt schon, oder? Sind das Brutkästen oder sind das so Anbauflächen? Weil das sieht irgendwie aus wie Ich Erde glaube, das so. ist beides. Oh Gott. Oh Gott. Die pflanzen die Zombies an, ich sag's. Die Pflanzenzombies. Plants vs. Zombies? Nein. Plants are Zombies. Oh je. Also wir haben in beide Richtungen Gänge. Wir teilen uns nicht auf, du Dreckiger. Okay, also entweder gehen wir da, wo frisch gewischt ist, weil dann wir werden auch dann einmal weggewischt und zwar aus dem Leben. Oder wir gehen in diesen wunderschönen, hell leuchtenden Raum rein, was mir am sympathischsten aussieht. Ja, dann lass mal da rein. Okay, ich gehe jetzt ganz links an der Wand, weil ist mir scheißegal, was hier kommt. Es soll gefälligst gegen die Wand klatschen. Hallo. Oh Gott, ein heller Gang. Ich habe Angst. Ein helliger Gang. Was war das jetzt gerade? Achso, das ist ein. Okay. Okay, was zum. Warum, was ist denn. Okay, wir können spe okay, speichern, 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 speichern! Speichern, jawohl, Ski. Ich, Können wir nochmal wenn hier was passiert, dann schnell ist einfach. Dann wäre schlecht, Alter. Dann wäre schlafen? einfach Wollen wir schlecht. nochmal nochmal schlafen? Wollen wir oder? Nein, 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 nein. Okay, dann. Wir haben Energy Drinks, ist okay. Warum ist der Und Fernseher so Schokoriegel. niedrig? Welcher Spast macht den Fernseher so niedrig an die Wand? Der ist ja 1 Meter. Massi, ich habe den Sound vom Spiel übrigens. Warte, ich muss Ziemlich auch hoch. nochmal. Okay, hier ist nichts hinter. Wir sind also in die richtige Richtung als erstes gegangen. Junge, ich habe permanent gerade, ich bin gerade konstant auf Katana-Block. Das ist. Da geht's wieder raus, by the way. Hier hinten geht's noch weiter, by the way. Nein, tut's nicht. Nein, Oder? guck wirklich, ist es so. Oh, lol. Nee, ach nee, ist nur angelehnt. Hallo? Okay. Guck, sag ich doch. Kinderzimmer, Massive Kind sitzt auf dem Boden, deswegen ist der TV so niedrig. Ja. Das gefällt mir nicht. Juckt mich trotzdem Hot nicht. Surface. Das steht bei mir auch auf den Arschbacken. Kann ich bestätigen. Ich habe drauf geschrieben. Kommst du auch mal, Da steht dann so oder? Herzchen von Anilov. Ja, klar, natürlich. Caution, Wet Floor. Das muss ich auch. Ich habe das Schild auch immer dabei. Wenn die Mädels mich sehen, dann habe ich das auch immer vorsorglich dabei.
Weißt du, das ist übrigens der Grund, warum mein Vater mich nicht By the way, das hier bist du, wenn dein Vater dich kriegt. Willst du nur gesagt haben. Alter. Oh, yeah. Was ist hier? Das sieht aus wie eine Reception, Digga. Hallo, guten Tag. Wir sind von der... Ich weiß Alter, ich hab mich gerade voll vor dir erschrocken. Wieso? Okay, cool. Ja, chill. It's me, Carl. So. Können wir nicht hier einfach auf der Couch sitzen bleiben und warten, bis das Spiel vorbei ist? Können wir uns nicht die Kunstwerke anschauen? Schau mal, hier sind irgendwelche... Oh, Digga, was? Hier sind irgendwelche goldenen Tore. Oh, guck mal, hier ist überall Bilder von dem Viereck. Oh, warte mal, das sind diese goldenen Würfel, die hier so rumstehen. Die praisen den Scheiß bis in den Himmel. Ich liebe Vierecke. Alter. Ich kann es voll verstehen, ich liebe Vierecke. Warum sind diese ganzen würfelartigen Quader hier? Hier hört's einfach auf. Dicker, hier hört's einfach auf, als ob hier jemand... Hä? Aber es hört ein... Wurde hier jemand der hier rausgeschliffen, oder? Wonach sieht das für... Ja, stimmt, hier rausgeschliffen wurde einer. Das heißt, hier stand einer drin und wurde raus. Okay. Ja, Marci, ich würde sagen, du gehst vor. Können wir nicht einfach irgendwo in die Ecke scheißen und hoffentlich daran dann ersticken? Ja, ob. Ja, ja, moin. du gehst vor, by the way. Alter, der Gang ist so schmal, ich hab keinen... Dicker. Jetzt kommt irgendwas aus dem Schrank oder so ein Scheiß. Du bist durstig. Ja, durstig nach mehr. Warte mal kurz, ich trinke kurz was. Oh, hier ist der Pyjama. Ich habe keinen Topf dabei. Marci. Es kann nicht wahr sein. Du hast Energy Drinks, oder? Ja, ich habe Energy. Ach man, das ist doch dumm. Willst du, soll ich dir meinen Topf geben? Das ist doch halt voll, ich habe sehr viele Energy Drinks. Ja, das, nee, komm, ich krieg das irgendwie hin, aber ach, ist das dumm. Weißt du, ich habe vorhin noch nachgeschaut. Oh, Pyjama. Ich habe vorhin noch nachgeschaut, Mann. Was zur Hölle ist... Jo, guck mal. Ha? Da bin ich, wenn mein Vater mich kidnappt. Oh, Mann. Such das nächste Klo und trink aus den Fäkalien, Alter. Oh, guck mal, hier ist wieder so eine Action-Kamera. Ist das nicht so ein Windows-Screensaver hier? Was, wo, wie, was, wer, war? Hä? Neues Video. Lots of light, very close to our guests. Yu Yang, Ling Dong, Kadi, Yu. Xiu Xing, Shen, Wai Yong, Sao Shung, Hao Shung Gu, Xing Shai, Wu Yu, Bing Zhi Ling. Sao Shung, Hao Shung Gu, Xing Shai, Wu Yu, Bing Zhi Ling. Okay, cool, das war jetzt irgendwie voll uninteressant. Hä? Was zur verfickten Hölle? Ich glaube, der Bingos macht kein Schillingos mehr. Ja, ist mir auch aufgefallen. Das heißt, sie war das jetzt hier, die ist einfach. Warum ist sie explodiert? What the fuck? Massi, hier ist Medizin und Munition! Und Geld! Bitte, oh, was? Alles, was ich brauche. Alles, was das. Alles, was das Herz begehrt. Oh, Handgranaten. Oh, Handgranaten aus unserem MacGyver. Wo sind die Granaten? Ach, da. kann ich mir noch Molotovs bauen, Alter? Oder habe ich noch welche? Ne, ich glaube, ich habe noch welche. Ich habe keinen Platz mehr auf meiner Hotbar dafür, leider. Ballettschuhe von Virginia? Nee, ey, doch nicht von Virginia. Oder? Virginia hat doch keine Ballettschuhe, oder? Nee, Virginia ist barfuß. Aber sie tanzt wie eine Ballerina. Das kann das sein. Das ist... Ja, warte mal. Kannst du... Ich mach kurz mal aus. Ja, das ist true. Die tanzt wie eine Ballerina. Aber ja. Ich weiß nicht, eigentlich müssten wir jetzt zu Virginia gehen und dann ihre Füße begutachten. Aber ich glaube, das kommt im aktuellen Kontext etwas weird. So, ich würde sagen, wir gehen weiter. Das ist eine... Warte mal, hier sind wir reingekommen. Warte mal, hier rechts geht es, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Warte mal, ich gehe noch mal kurz, ich drehe noch mal eine Runde. Lol, hier sind Luxussitze. Cool, kann man den Fernseher kaputt machen? Nee, dann juckt es mich nicht. Ist einfach nur eine oh, Pflanze, Digga. Oh, was? Oh mein Gott. Zeichen. Vierecke. was? Doris, Ohio. Do you have time for a quick drink? Ed's been getting these dreams about... Was? Cubes in the bathroom? It really need a... Was? I really need the same opinion.
Bob. Digga, Oh was? mein Gott, ein Buch. Ich It's a kann nicht book. lesen. Gerettet. Rescued von Eric LeBlanc. As the survivor of a passenger jet crash, bla bla bla, erzählt aus dem ersten Teil. Not Das ist defeat. voll aus dem ersten Teil, oder? Der Typ. Die. Wenn du die Füße abhackst, bist du dann defeated? Boah, hier ist ein Kreis mit vier Ecken. Der Kreis ist ein Viereck. Bitte was? Soll ich dir das, warte, soll ich dir das kurz zeigen, wie es aussieht? Ich sehe, also es sind zwei Paragraphen und Nein, nein, also. nein, nein. Soll ich dir zeigen, wie es bei mir aussieht? Dann zeig mal, wie das bei dir aussieht. Aber stell mich mit dem Rücken zur Wand, weil ich keinen Bock habe, dass mir hier hinten irgendwas ne, auf mich drauf greift. Guck dir das an. Das ist so geil. Die Lache, Alter. Warte, warte, warte. Alter, lol, man sieht so drei. Man sieht so wie, als hätte da irgendwer drauf gepisst, einfach nur und eingekreist. Kannst du mir sagen, was da draufsteht? Also interessiert Ich, mich wenn ich eigentlich. selber, wenn ich wüsste, was da drauf steht, Digga, da steht aber nichts. Hier sind irgendwelche Hieroglyphen, die da drauf stehen. Ach so, Das, aber das da ist sieht ein aus Kreis wie, drauf. das sieht aus wie die erste, wie so Nordisch von so den ersten Wikingern, was sie geschrieben hat, haben. Ich liebe Nordic. Der Nordic MC. Okay. MC Nordic. Das ist also der Bathroom, von dem alle reden. Ey, Junge, ich liebe Bathrooms. Okay, hier ist sehr viel Medizin. Das ist mehr Medizin, als ein Mensch tragen kann. Wir sollen jetzt anscheinend durch die Wand da durch. Ja, wenn die uns so viel Medizin geben, macht es mir etwas Angst. Ja. Nö, du gehst vor. Eine Höhle. Ich nehm's Kreuz. Wir haben hier. Was? Wir sollen unsere Hand da rein? Willst du? Alter, er scheppert einfach die Hand dagegen. Ich halte meine Hand auch mal gegen, aber du bist in mir. Massi, die Tür ist bei mir weg. Ich halte nichts in der Hand. Ja, ich sehe. Und der Soundtrack ist gerade nicht ganz so beruhigend. Ja, ich nehme das Kreuz, ist mir egal. Ich bin bewaffnet, mehr habe ich nicht. Ich nehme Energy Drink, mehr habe ich nicht. Gönnergy nochmal reinknallen, bevor ich sterbe. Monte, der ist für dich. Warte, warte, beschütz mich kurz. Ich will auch kurz einen Ja, Energy Drink. keine Sorge, ich passe vorne auf. Mein Sleep ist nämlich ganz auf Low. Keine Sorge. Ich sleep mit dir, dann ist er wieder full full. Nein, jetzt habe ich zwei getrunken. Ah, ich bin so dumm, egal. Was denn, esse ich jetzt noch Und ich brauche was Schoko? essen. Ich brauche Essen. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Das ist eine Auster. Ja. Ich hab kein Essen mitgenommen. Marci! Ey, es ist so schlimm Hast gerade. du Warum? Schokoriegel? Hast du Ja, das Schokoriegel? passiert halt, wenn wir hektisch einfach losdüsen irgendwo. Okay, warte, warte. Ich kann dir auch Instant Meals geben. Ich habe ganz viele. Ja gut, ich habe jetzt mir auch ein Instant reingeknallt. Das reicht erstmal. Komm, lass Nein, erstmal nee, das. nee, aber hast du Instant Meals? Weil ich meinte ja, du sollst dir welche mitnehmen, Na, ich oder? habe diese Feldration halt. Genau, wie viele davon? Fünf. Oh ja, dann passt das. Guck, das ist doch sowieso ein Ja, ich Handgelenk. wollte halt lieber diese scheiß Arme essen da, weil besser Aber halt. Masti, es ist das Ende vom Spiel. Wir brauchen sowieso nur die ins Feld, Ich, was man wofür sonst. Bruder, das Ende vom, ich weiß nicht, wie komplex das Ende vom Spiel ist, aber holy, Bro, was geht da schon wieder Aber. ab? Oh, guck, Dämon, jetzt kannst du das Kreuz nehmen. Feuer! Als ob. Nein, Dämon ist bei dir vorbei. Brennen einfach. Kriegen die Schaden oder so? Oder was Ja, ist die da? sterben davon, wenn du es ein paar Mal machst. Und die haben Angst vor dir. Und er ist tot. Was zur Tot. Hölle? Heil Satan. Nein, Satan. Übrigens, hast du die Haut mitgenommen? Nur für den Fall. Nee, 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 nee. Ich bin gerade noch etwas von diesem Eindruck fasziniert. Ja, ich bin etwas von dem Zweidruck fasziniert, also alles gut. Wollen wir einmal kurz in die Lava gehen und gucken, was passiert? Wir haben aber kein Wasser zum uns löschen, falls wir irgendwie Schaden nehmen sollten. Ah, das juckt mich halt irgendwie gar nicht. Okay, das kannst du ja gerne probieren. Was ist das für ein. Helium. Sind das Augen da oben, Digga? Ich kann es nicht erkennen, meine Grafik ist zu laut. Achso, ja, okay.
Da fragst du die falsche Person, I'm sorry. Heilige Scheiße. Alter, ist das wild hier. Nee, das wollte ich nicht. Scheiße. Ich wollte den Kollegen hier. Das sieht actually sick aus irgendwie. Willst du unten lang gehen und ich gehe oben lang? Nein. Nö. Das ist, Bruder, was? Wir haben irgendwie einen Vulkan. Kommen wir da bei diesem komischen Gebäude raus? Was? Weißt du, was ich meine? Dieses. Das, was wir gesehen haben in der Höhle. Das weiße Gebäude mit den schwarzen Fenstern oder andersrum? Bestimmt, bestimmt. Weil das vermissen wir ja immer noch. Also ich weiß halt nicht, wo es ist. Das ist halt immer noch so ein. Okay. Irgendwie bin ich misstrauisch, als ob hier nicht noch irgendwas ist. Als ob hier nur zwei Gegner waren. Das kann nicht sein. Und das glaube ich jetzt halt sinnvoll. Jetzt kommt einfach so, jetzt quetscht sich einfach so ein richtig fettes Vieh jetzt durch den Gang hier lang und quillt einfach durch. Wie so ein Glibber. Lieber Glibber. Ober, kannst du mir deinen geben? Weiter geht's. Warte, hier ist eine Kiste. Mal gucken, was da drin ist. Oh, Unboxing. Sei. Okay. Wir sollten hier springen, weil sonst sind wir tot. Ah. Hier ist ein Skelett, was hängt. Ich glaube nicht, dass die uns so willkommen heißen. Nein, das hatten wir doch schon mal. Das ist so wie diese Klappertürteile. Ja, gehen Sie mal wieder raus. Das ist einfach nur schön. Also das Dekoration ist doch okay. Das ist der sichere Tod, Digga. Ja. Ich habe was Komisches gehört. Der Eingang zu hart ist, Alter. Hardies Nuts, Mensch. Das passiert also, wenn man in die Gruppe kommt. Da? Da ist was. Dämon. Dämonium. Schön vorsichtig sein, du musst mit dem Kreuz wirklich auf sie zielen. Wenn sie mich da mal bemerken würden? Wie mit den Girls? You got games on your phone? Diagnose Autismus. Alter. Wir müssen sie schön weghalten. Ich entsage euch diesen Mord. Geht. Geht in die Hölle, aus der ihr kamt. Verbrenne im ewigen Feuer der Schändlichkeit. Du auch, Baby. Sieht gut aus. Wie kann ich? Oh, Münzen, genau dafür hat sich das gelohnt, hier alle abzustechen. Kann ich den? Okay, ich brenne nicht. Ich kann ihn schlitzen, während er brennt, weil ist halt so. Ja, du wirst halt pizzaresistentes Fleisch, I guess. Was? Ich bin pizzaresistentes Fleisch. Digga, was? Hitzeresistentes. Achso, ich pizzaresistent verstanden. Pizzaresistentes Fleisch. Junge, das ist bei mir einfach, deswegen kann ich nicht fett werden. Same. Oh, hoppala. Die Schrotflinte ist mein bester Freund. Das weiß ich seit Radio Nord. Schon irgendwie creepy. Oder? Jetzt kommt ein Crackhead und sticht uns ab. Ja, Raid House auf maximal. Das Crackhouse auf Raid. Oh, genau, deswegen war ich gerade verwirrt. Das Raider. Guten Tag, wir sind's von der GSG Berlin oder so? Ah, nee, das hier ist aber das Raid House of Crack. Heilige Scheiße. Das ist wirklich der Abstieg in die Scheißhölle, Mann. Ich liebe Scheißhölle. Was siehst du da immer für Koks und warum gibst du mir nichts ab? Meine Nase, ich muss sonst nieseln und ich will nicht nieseln. Laut. Jetzt bleib stehen, ich will dich wegnatzen. Hä? Nein, du bleibst stehen. Was soll denn die Kacke hier? Nein, bleib stehen. Du wirst genatzt.
Je häufiger ich Erwin? das benutze, desto schneller stirbt er, oder? Ja, er ist tot. Fancy. Nehme ich mit. Alter, Gönnergy. Ja, da ist er. Ich habe noch einen gehört gehabt. Ich wusste, dass wir hier. Imagine, du bist einfach so ein Austreiber, irgendwie so Angestellter von der Kirche und bist erstmal gekommen, um irgendwie eine Austreibung vorzunehmen an dem, wo auch immer du hingerufen wirst. Und dann schüttest du dir erstmal einen Gönnergy rein, Alter. Ja, damit du nicht Auf einschläfst, Lock oder so. einfach. Einfach auf Lock. Tschu. Nein, Spaß. Sieh da. Warum sind sie so heiß? Das war so lustig, dass ich nicht Toss-Sachen machen will. Sind sie da? Sind sie down? Ja, sie sind down. Warum dürfen die über Lava laufen? Ma, was ist denn die Kacke hier? Da, Hier wir sind sind hier drei gerade in Stück der einfach. Scheißhölle. Hier sind irgendwelche Dämonen und du wunderst dich, warum die über Wasser laufen. Was? Dings laufen können. Ja, Lava ich dachte, laufen. Jesus ist der Einzige, Was, Jesus? der über Lava und Wasser laufen kann. Ja, ne. Ich fahr hier gleich runter, wenn das so weitergeht. Hä? Willst du dich mal verpissen, Mensch? Hier sind vier Stück jetzt. So toxic. Ja, die können, die kriegen wir, kriegen wir hin, kriegen wir hin. So Die brennen toxic alle einfach. ab. Da. Ja, nochmal. Der eine So. fängt kein. Du fängst gar kein Feuer. Wieso fängst du kein Feuer? Jetzt. Stirb einfach in der. Da unten. Danke. Ich gehe da aber nicht rein. Exquisit. Nice. Den hier hole ich mir aber. Oh, ich brenne. Glaube ich, oder? Naja, alles gut, ich bin safe. Doch, ich brenne. Ja, du hast kurz ein bisschen Schaden bekommen. Alles gut, ich nehme einfach einen Heal-Mix. Genau den Scheiß hatte ich nicht mehr. Ich hatte weder Chicorée noch Schafsgarbe oder wie der Bums hieß. Ja, das nennt man halt dann einfach auch ein Skill-Issue, Skill aber. issue, I know. Ich habe halt auch Oh, hier nicht sind noch mehr. gefragt. Ja, kleine Sünden bestraft den gute Gott. Sofort, Junge. Alter, willst du mich verarschen? Hört mal auf, Wie mich viele damit. sind das? Aua! Warum leckt das? Warum leckt das Spiel so toll? Warum ist er direkt tot? Hä? Er hat nicht mal gebrannt? Ich hab ihn angezündet gehabt. Das ist wahrscheinlich eine Anzeigeball. Okay. Ah, ich finde es übrigens lustig, dass die actually anfangen zu brennen wegen dem Holz. Ja, also das ist eine interessante Mechanik. Aber I guess so funktionieren Dämonen, würde ich sagen. Ja, ne? Die mögen sie halt offenbar nicht. Und ne, was gibt's Besseres als was ist hier los? Hier ist ein Papier. Jo, guck mal, guck mal. Er steht so da wie ich auf der Party. Der Introvertierte, der keine kennt. Hä? Digga, ich habe irgendwie ein Planetensystem oder sowas gerade gefunden. Alter, Sehr viel inshallah. kryptisches Zeug, Ich irgendwie kann es was nicht ein helfen. Kreis rundes, sieht aus wie könnte ein Mond sein, könnte eine Sonne sein, ich bin mir nicht sicher, da geht irgendwas Kleines von ab, kleine Planeten drumrum. Ich habe actually keine Ahnung, was es mir sagen soll. Es wird immer verwirrender. Kommen Sie? Ja. Alter, renn doch nicht so weit vor. Hallo. Hallo, hallo, moin Manfred, wie geht's dem Fuß? Oh, hier liegt Zeug. Ah, Kreuz. Out Demonia. Ah, hier bekommt man gesagt, dass es Dämonen sind. My bad, Stay in the sorry. Cube. Bleib im Würfel. Okay, ja, hier bekommt man dann erscheint erst gesagt, dass es das Dämonen sind. Tut mir jetzt leid. Ja, ist ja, ne? Ich meine, macht ja nichts. Wir haben sie ja schon vorher. Lul, wir konnten sie ja vorher schon natzen. Ist ja korrekt zu uns. Was macht der Hinweis erst danach? Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Kannst du dich mal verpissen jetzt, Junge? Zwie. Oh, wirklich. Ich will mich kurz heilen.
Mensch. Schon ja Hälfte leben hier. Alter, so im Dunkeln, ja. Ein Lappen. So, wie reden Sie denn mit mir? Nicht du. Dass du ein Lappen bist, muss man ja nicht erwähnen. Richtig, das ist ja gar nicht erwähnenswert. Richtig. Was haben wir denn hier? Okay, hier oben scheint clear zu sein. Und hier unten ist... Oh, da unten ist was, ganz unten auf dem Lava, auf der Lava-Oberfläche, genau die. Lul. Was meinst du, ich sehe da nichts? Ach, da ist ein Typ, okay. Ja. Oh, da ist auch einer in der Wand verbuggt. Okay, cool. Ja, also Moin, die sind irgendwie... Weiß ich nicht, die haben Bock. Die haben Bock, Alter. Ja, chill doch, ich will dich töten. So ein... Aha. Hundesohn. Ich nehme einfach mal die mit hier, falls ich das, ne? Falls das mit der Dings nachher so nicht mehr läuft mit der Rüstung. So ein Uhrenmacher, Alter. So ein Feuerlöscher-Etikierer, Alter. Hä? Ja, hinter uns. Es hat sich verpisst. Das ist meine Art von Dämonenaustreibung. Es kann sich nicht bewegen, wenn es physisch zerstört wurde. Deine Schrotkugeln, die wurden in heiliges Wasser eingedrängt. Oh, Alter, das muss richtig krass sein. Das ist eine heilige Kugel, Alter. Sowas gibt's übrigens in Anime ganz oft. Echt? Okay, wild. Ja, ja, die haben sowieso irgendwie Koks genommen da drüben, aber du kannst dann einfach sagen, einfach dann so, ne, du kannst einfach cool auftreten, dann einfach sagen Amen und dann... du kannst einfach sowas sagen wie, okay, das ist jetzt für filmische Zwecke, werde ich das jetzt sagen, so Amen, Motherfucker, und dann einfach abdrücken. Hey, ihr da. Keine Ahnung, wo ihr herkommt, aber ihr könnt dahin zurückgehen. Hier, schau mal, ich habe ein Kreuz. Willst du auch ein Kreuz? Guck mal. Ich will mein Kreuz. Ich will mein Kreuz. Was haben sie denn? So. Gut, dann werde ich mich jetzt einfach an ihnen bereichern. Das ist mir dann in diesem Fall auch egal. Gib mal her dein geiles Fleisch hier und, ne, guten Tag noch. Und wollen sie mit mir über unseren allgegenwärtigen Retter und Beschützer Jesus reden? Ich liebe Jesus. It's Jesus. Jesus Christ. Hä? Ey, hinter uns ist noch einer. Wollen Sie mit uns über die Bibel reden? Da vorne sind auch noch zwei. Wussten Sie, dass Moses das Meer geteilt hat? Und das nur mit der Kraft Gottes und dem Glauben? Mit dem Glauben? Mit dem Glauben? Hey, Dominus Patros, Espiritus Santos. Der Dominus Patros jetzt hier, Espiritus Santos, oder wie es geht? Ich glaube, er war ungläubig. Ich habe den Exorzisten nicht bekommen, das ist ein komischer Film. Was soll war das? Ah, ich glaub, er war unheilig. Lul. Wer ist das? Sie wurden genutzt. Hä, Digga, was ist das? Dominus Patros, Espiritus Santos. Ah, ich sehe, du hast schon neue Anhänger gefunden. Ja. Da ist einer? Ja, gleich nicht mehr. Der kriegt ein bisschen den Glauben Gottes, Digga. Ich schieb ihm den Glauben Gottes in, was sage ich? Das ist nicht Toss. Das ist nicht Toss. Haben Sie gehört, Gläubiger? Das ist nicht Toss. Alle Nichtgläubigen werden gehäutet. Achso, ich habe hier ein Schild. Oh. Zu viel, wenn du willst. Achso. Kann ich trotz der Rüstung? Nee, du kannst eins von beiden. Aber ich glaube, die goldene Rüstung ist einfach nur Schadensreduktion. Ja. Doch, du kannst beides tragen. Wie das ja, denn, easy. Alter? Hä? Okay, wild. Keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber es muss OP sein. Gewonnen, oh shit, das ist eine verdammt große Höhle, Mann. Das ist fein, wir gehen jetzt hier einfach straight durch. Links, rechts, was besser? Wir gehen einfach straight durch. Okay, ich komm mal mit. Kann man? Okay. Ah, die sind connected. Okay. Da hinten sehe ich was.
Okay. Ach, moin. Empfangen Sie meinen Glauben. Warum waren Sie nicht bei der... Warum waren Sie nicht bei der Gottesstunde? Warum sind Sie nicht bei der Gottesstunde? Ja, würde ich, da würde mir die, würden mir die Argumente aber, ja, aber auch so fehlen, Mann. Ja, richtig. Auf den Schreck erstmal den Ungläubigen häuten. So, da waren wir so. Sind das deine Schüsse oder was? Was machst du da? What the fuck? Ist ha? Das da hinten? Da hinten? Oh Bruder, was? Was ist da? Nein, Timmy, wir rennen dahin. Ich muss dem helfen. Warte, ich tu mich kurz noch um einen Ungläubigen kümmern. Ist Junge, erledigt Timmy, worden. Timmy hat einen Monsterarm. Ich hab hier noch einen, der warte kurz. Nein, er hat Timmy weggeworfen. Was zur Hölle? Der super Typ ist hier. Oh mein Gott. Also, ich komm. Was für ein super Timmy Typ. Hatte grad was? Monster, guck. Ich sehe heilige Scheiße. Digga. Und der hat gerade mit Timmy gekämpft und Timmy. Wow, hat ihn oder fuck einfach. Wow. Ja. Hilft das, hilft das hier auszutreiben? Ich mache ihm Schaden damit auf jeden Fall. Okay. Er ist an der Decke. Ja, gut. Dann kümmern wir uns einmal kurz um den Typen, der hier noch unten rumlatscht. Das ist die Spinne aus Ocarina of Time. Goma, Alter. Das ist einfach Goma. Alter, Confused Flux, guten Morgen. Stimmt, ich hab vergessen, deinen Stream anzumachen. Warte kurz mal. Mach alles gut. Ich habe auch eine lange Zeit nichts mehr von dem Monsieur gehört. Oh mein Gott, Massi, ich sterbe. Lass mich. Jeder Schlag von ihm knockt einen über. Alter, ich brauch kurz auch Medic. Medic. Wo ist er hin? Er ist an der Decke, er ist an der Decke. Ah. Warte, ich muss actually kurz warten, bis ich hier... Ich bin tot, Junge. Er hat mich einfach durch. Wait. Er macht Damage durch meine Rüstung. Er hat meine Rüstung ignoriert und hat mich angegriffen. Hallo, lass mich doch zurück. Ich darf nichts machen. Ja, das durfte ich gerade auch nicht. Bro. Ich renn kurz weg. Ich muss kurz. Ich brauche auch mal kurz eine Runde Heilung hier. Nein! Nein! Ich seh nichts. Verdammte Scheiße. Wo ist er? Da oben. An der Decke. Wir müssen jetzt vorsichtig. Ich brauche jetzt dringend Medizin, Mann. Oh Scheiße, da hinten ist ein neuer. Kommt der hierher? Ich hoffe nicht. Oh, das ist kein großer, also ist jetzt nicht der große, ne? Wer hat da die Ralle? Er, nicht ich. Kann ich nichts für, mich kotzt sie genauso an, okay? Ich bin da voll auf eurer Seite. So, du wirst jetzt genatzt, Junge. Okay, cool. Dankeschön fürs einfach durch meine Rüstung angreifen, by the way. Es ist kaputt. Oh mein Gott, Junge. Man kann auf es draufsteigen, um eine Special Häuten-Animation. 5 unheimliche Rüstungen. Sheesh. Alter. Ja, ich habe übrigens noch volle Rüstung an. Oh ja, ich kann ja gerade auch nicht viel machen. Ich kann aber mir mal einen Energieriegel hier reinschmeißen. Oi, das ist ja hier. Ich habe übrigens meine Jokorette von gestern gefunden. Ich war mir ziemlich sicher, eine gekauft zu haben, habe sie nicht gefunden und habe sie heute wieder gefunden. Ah, das ist doch gut.
Also keine Ahnung, der hat jetzt gerade einfach durch meine Rüstung angegriffen. Das war irgendwie voll Das kacke. war, ja, das war einfach ein Spasti. Ich hätte ja gesagt, das ist ja ein blöder HS so, aber ne. Gutos. War sein Spasti, Alter. Ich komme mal mit hier rein. Rück mal ein Stück. Halt sie, oh! Was ist hier los? Oh, Medizinium. Nicht nur Medizin, guck mal, was hier noch umliegt, Alter. Was haben die noch so? Granatium. Munitionium, Alter. Ja, Munitionium. Ja. Ganz viel, der Typ. Ich weiß. Lecker, lecker. Lecker Schmecker. Ja, okay, dann full full. Das heißt jetzt aber, jetzt kommt der nächste, oder was? Oh, Massi. Oh, guck mal, man muss beide bestätigen. Beide müssen bestätigen, damit es wieder weiter kann. Oh, was? Oh, Oh, shit. Ich hab. jetzt geht's los. Guck mal, Timmy hat. Ich hab die Zeit davon. Was für eine Zeit? Was für 27 Sekunden? Digga, was? Oh, shit. Wer sind die? Stay in the Cube. Ja, wir müssen im Würfel bleiben, hieß es. Kevin ist auch bei uns. Hä, aber wo ist Virginia? 14 Sekunden, 13. Bro, was? Bro, was? Digga. Kevin einfach. Digga, Dementoren. Das waren einfach Dementoren, Alter. Was ist so? Wo sind wir? Sind wir Cyberpunk 2077 oder was? Was? Virginia, was hat sie? Was hat sie? Warte, was? Ist Virginia bei dir gewesen? Wo bist du? Was? Ich bin noch in der Cutscene. Virginia ist gerade auf mich zugestolpert. Sie ist gerade bewusstlos. Cool, Virginia ist in meiner Cutscene nicht gewesen, deswegen hast du eine andere. Hattest du Kelvin oder was? Jo, Ja. jo, jo, jo. Was? Jo. Zur Hölle. Yo, what? Okay, ich bin schon im Fight, by the way. Ja, ist über mich rübergelaufen. Ich noch nicht, Alter. Ich bin gerade. Digga. Er ist einfach despawned. Digga, Bro. Wow, er greift mit einem Helikopter an. Digga, sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist halt. Ne? Wir können. Warte mal, lol. Okay, das bringt. Okay, what the fuck? What? Was zur Hölle geht hier ab, Alter? Und schon wieder wird einfach durch die Rüstung angegriffen. Ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht. Bist du down? Ja. Wofür ziehe ich denn die Rüstung an, wenn ich dann. Und wieder down. Ey, ich wollte an ihm vorbeispringen. Was ist denn das? Junge, ich darf nichts machen. Aber ich bin auch schon wieder gerade. Nice. Wow. Lassen Sie den Helikopter in Ruhe. Scheiße, ich bin fast down. Ich bin down. Ich habe einen Helikopter in die Fresse bekommen.
Ich rette dich bestimmt gleich. Ja, maybe, Alter. Jo, was zum Weg? Was passiert hier, Mann? Kann ich die vielleicht mit dem Taser treffen, damit ich kurz dich heilen kann? Das wär's. Ich glaube nicht, dass die sich von ein bisschen Brutzelei oder 25.000 Volt beeindrucken lassen. Warte, ich werde dich wiederbeleben. Sekunde, ich muss kurz. Ich renne nicht weg. Ja. Mensch, schönen Kieselboden haben die hier. Lauf weg. Mensch, schönen Kieselboden haben die hier. Bist du auch tot? Ich bin gerade down, ja. Ich auch. Wir müssen wieder am Leben sein. Park. Hä, aber warum greifen die denn alle durch die Rüstung an? Wofür habe ich denn die Rüstung? Ja, true. Die müsste eigentlich ja Schadensreduzierung machen. Ja, klar. Naja. Aber ich meine jetzt auch die Fleischrüstung, die ist ja auch nicht. Wird ja auch ignoriert. Ja. Aber wir können uns kurz heilen, weil der Kampf ist gerade ein bisschen weiter weg. Digga. Was zur Hölle? Erstmal Stock einsammeln auf den Schreck. Klassisches Faust-Syndrom. Kurze Medizin, kurz ein bisschen Koks reingeschnupft. Ah, es war verbuggt. Die goldene Rüstung und die Haut war eigentlich. Du musst die Rüstung einmal ausziehen. Wie meinst du? Die goldene? Einfach eine andere Kleidung, ja. Du musst einmal die Kleidung ausziehen und dann wieder irgendeine von den beiden Rüstungen anziehen. Weil anscheinend war es gerade verbuggt, wir hatten keine Rüstung. Hey, keine Ahnung. Jacket oder so? Ich weiß nicht. Und jetzt? Goldene Rüstung. Jetzt. Na doch, also meine goldene Rüstung wurde halt angezeigt. Ach so, du meinst, wir haben beide. Ach so. Ja, okay. Wir hatten beide gleichzeitig an und dadurch war das Spiel verbuggt und wir hatten gar keine an. So, lol. Ja. Okay, dann Angriff, oder? Ja, hallo. Ich habe jetzt nur die Fleischrüstung an bei mir. Ich hab die goldene. Revolver. Stimmt, das ist ein Call. Moment. Revolverus. Hab nicht so viele Schüsse. Was? Ich wirf den mit Stein nach uns? Ja, er hat den Helikopter losgelassen. Hab ich noch welche? Schaller rein, die Kacke. Alter, die Babys, ne, die der ausspuckt hier, das ist einfach widerlich. Upp! Lied. Er ist down. Wir haben ihn einfach mit dem Revolver die ganze Zeit okay, lol. Helikopter. Yeah. Und warum haben die nicht uns eine Mittelstreckenrakete irgendwie in den reingejagt oder so? Oder ein Torpedo? Ja, irgendwie schlau gewesen, ja. Keine Ahnung. Moin. Also, moin. Achso, wir können. Also, wir können jetzt entweder. Oh, warte mal, da liegt noch mein Zeug. Oder? Also, warte mal. Zeug mitnehmen? Also, ja. Also, wir können entweder liefern und das Spiel beenden oder. Nun ja. Ist es. Ist es jetzt Timmy, der damit reinhaut, oder wer ist das? Ja. Oh, lol. Ja, und könnt ihr uns nicht noch einen Heli schicken, Alter? Hä? Du kannst gerade aussuchen, ob wir ja, bleiben oder... Ja, also, ich meine... Hä? Ich dachte, ich habe mein Zeug verloren, actually. Warte, also... Du hast deine Items aufgehoben, was heißt, du willst bleiben? Das war gerade die Auswahl. Das weiß ich, das ist keine Ahnung, das ist kein gutes Spieldesign. Nee, es war jetzt halt aber entweder. Ich dachte, ich hätte mein Zeug verloren, lol. Nee, ich wollte jetzt eigentlich mein Zeug holen und dann eigentlich in den Heli mit reinsteigen, so. Ja, war jetzt halt schlechte Entscheidung.
Ja, geil, gemacht, Alter. Nun denn. Das soll das Ende gewesen, aber wir sollen doch im Cube stehen und wir sollen noch eine Kombination rauskriegen, oder nicht? Ja, die Kombination hatten wir doch sozusagen schon. Die hatte Timmy ja jetzt. Okay, also, okay, das war jetzt, ach so, das war jetzt das Krasse einfach, dass Timmy die Kombination schon hatte und er hat uns die Zukunft gezeigt, oder was? I guess. Weil dieser Oh, Würfel, sorry. ja, dieser Würfel, was auch immer dieser Würfel gemacht hat, der hatte irgendeine Energie, whatever, und hat irgendwie so Materie, Zeit und Raum irgendwie so halb gekrümmt, um uns in was zu schicken? Paralleluniversum, in die Zukunft? I don't fucking know. Und dann, was genau? Also wir haben die gesehen, aber bei mir hat wir, was hat Calvin bei dir gemacht? Weil bei mir hat Virginia ihr Bewusstsein verloren und ist halt in die Arme Bei mir gefallen. war Virginia gar nicht erst und Calvin ist einfach hat einfach nur panisch geguckt die ganze Zeit. Weiß ich nicht. Also, weiß ich nicht. Das ist irgendwie. Okay, aber das ist dafür. Also, okay. Einfach nur für den Blick in die Zukunft oder was? Also, ich hätte jetzt schon ganz gerne. Ich hätte ganz gerne den Heli mitgenommen, Alter. Wir können ja zum letzten Safe gehen und das nochmal machen. Wir könnten es halt actually nochmal machen. Da müssten wir halt da durchspeeden. Wir können die ja ignorieren, so gesehen. Die Und Monster bitte? ja, so ein paar von den Dämonen könnten wir ja ignorieren oder so, oder nicht? An sich, ja. Den Boss können wir bestimmt auch ignorieren, indem wir einfach durchlatschen. Ich meine, wie tun wir denn den. Lol. Backflip. Wir müssen ja nur. Nee, warte mal. Also den Boss können wir ignorieren, sagst du. Wir können einfach durchlaufen bis hin zu der Stelle, wo dann Timmy uns die Zukunft zeigt. Genau. Ich meine, das wäre eine Methode. Dann müssen wir nur den Kampf hier machen und könnten uns die Szene anschauen, was passiert, wenn wir abhauen. Okay, warte mal. Dazu soll ich dann den Server nochmal neu starten hier? Guess, ja. Okay, dann machen wir das, weil das würde ich ganz gerne irgendwie sehen. Jetzt kommt Szenerie, jetzt kommt die Szene. Kann ich das Froschmodell als VTuber-Modell benutzen? Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, moralisch und rechtlich. Jetzt kommt der Helikopter, Helikopter. Und das Timme. So, das Ding symbolisiert offenbar, wenn wir uns das holen, dass wir auf der Insel Oh, bleiben. Massi, du musst mich hoch. Ich bin gegen den Helikopter-Dings geflogen. Das darf nicht wahr sein. Was eine Retort. Spring mal gegen. Trust me. Nein, tu ich nicht. Spring, spring, spring. Spring. In die Rotorblätter, Digga. So, dann würde ich sagen, haut mal rein, oder? Jungs, wir kommen mit euch. Ab in den Helikopter. Virginia, jawoll! Dich kralle ich mir später noch. Was? Jetzt machen wir Kelvin zu ist auch hier. dabei. Komm, Abflug, Alles ist Jungs. Wir sagen Ciao zur Insel. Calvin, Mensch, hast du gut durchgehalten, mein Junge. Oh, Virginia. Sch Virginia schläft auf der Schulter. Oh, ist das süß! cool. A game by at night. Directed by Ben Falcon, Design Anna Terekova und die ganzen anderen Dudes, die ich jetzt irgendwie nicht vorlesen möchte. Core Gameplay Programming, Friso Christiansen, AI and General Programming, John Kreuzer. Weil das ist der Typ, wegen dem wir die ganze Zeit gelockt werden und dann nicht wieder Ja, aufstehen John können. Kreuzer, fick dich, John. Nathan Strigley, Character TD und was auch immer das ist. Environment. Nathan Strigley ist der Grund, warum wir die ganze Zeit Mit dem mit dem Scheiß Night V stolpern, Night Mann. V überall stolpern.
Das, ich finde das immer, ich finde das toll, wenn die einfach ihre, wenn die jetzt ihre Leute angreifbar machen, dass du weißt, wem du den Hass entgegen schöpfen musst. Auf wem du den Angriff auftrittst. Ja, da, damit die hier, die hier, wie die schön begründen, wer quasi die Schuld an allem trägt. Also die 3D-Art und sowas, das ist gut. Das ist ein ja, Additional 3D-Art provided by Obelisk Studio. Chernyshev, Apatsov Trophy. Ist das ein russisches Entwicklerstudio oder was ist hier? Warum sind das so viele russische Namen? Könnte sein, actually. Virginia Herz. Ey, Virginia ist einfach Premium. Du kannst ja eine Shotgun geben und dann ist einfach vollständig. Die macht alles, die ist einfach perfekt. Ja. Einfach perfekt. Moment, ich bin gleich. Und dann. Voice Actors. Und dann gibt's noch den Voice Actors. Leon Luna, Brandon Turner, Ray Gira, Chelsea Moore. Aha. Und dann gibt's halt noch, ne, Kelvin. Und der ist halt der Intelligenzverweigerer vom Dienst. Ist ein kanadischer Entwickler. Escape gedrückt halten kannst du durchskippen. Hä? Also, wenn du Escape gedrückt hältst, geht's schneller. Ja, gut, will ich jetzt gar nicht. Cool. Traditional Chinese HK, Lily Soon. Achso, das war die Spanish Europe. Music by Gabe Castro. Krasser Dude. Musik ist nice. So, ich bin gleich wieder da. Ja. Additional Vocals, Karen Lee Button. Oder Batten. Oder so. Audio by K-Pow Audio. Audio. Additional Audio Assistance, paired von Sturmer. Matt Schenkel. Alter, das klingt wie... Ach nee. Made with Unity. Das ist der Grund für diesen ganzen Scheiß. Made with FMod Studio by Firelight Technologies. Das hat was mit Raumklang zu tun, mit 3D-Audio FMod. Falls das hier für den einen oder anderen interessant sein sollte. Was ich schade finde, ich kann die Kamera nicht drehen. Special thanks to Wolf, Augusta Butlin, Charles Lai, Stuart Brutzig, Evan Fraser, Jordan Champlin, Prudy Stokes, Angela Merkel und ihre Schwester Mackay. Mit meinem Basic, warte mal, ich gehe erstmal mit meinem Basic Instinct ran hier. Wenn wir sind, gehören offenbar zu irgendeinem Untersuchungstrupp, was einfach so jetzt auf diese Insel fliegt, in Kolonne. Dann stürzen wir jetzt aber durch irgendwas ab, von dem ich jetzt nicht mehr genau mehr weiß, was das überhaupt war, actually. Sondern wir stürzen einfach. Wir stürzen durch irgendwas ab, so. Dann ist da diese Olle. Deren Beschreibung, oder ist das überhaupt ein der oder eine die? Das ist eine sie. Das ist übrigens für Kontext die im ersten Spiel, die wir sozusagen geopfert haben, um Timmy wiederzubeleben. Der Endboss vom ersten Spiel? Ja, genau. Ach so, und deswegen will die uns an die Eier. Oder was? Sie sieht zumindest so aus, aber es ist nicht ganz confirmed. Das wurde nicht confirmed. Okay, das müsste der Entwickler eigentlich actually mal sagen, weil der hat doch aus irgendeinem Grund die, ne? Naja. Okay, das würde, also syntaktisch würde das Sinn ergeben. Erklärt zumindest, warum sie toxic ist. Erklärt aber nicht, warum sie es irgendwie gefühlt 2 bis 3 Mal nicht geschafft hat, uns zu killen. Und ganz zum Schluss mit reinstolpert in die Cutscene einfach. In diesem wir sind doch nur Leute. Wir sind ja nicht der Spieler aus dem ersten Spiel. Am Ende will sie ja reinkommen, um uns zu nutzen, weil Timmy bei uns ist. Ja, aber was hat sie für ein Problem, für ein grundsätzliches? Was ist ihre Rolle? Ja, sie ist einfach ein fucking weirder Dämon, Alter. Ich dachte, sie ist irgendwie der Antagonist oder so. Ja. Also, ne? Aber sie ist halt einfach ein weirdes Vieh. Ja, du hast doch im ersten Spiel gesehen, wie krass, was sie war, Alter. Hä? Ja, schon, aber warum hat sie sich da nicht transformiert wieder, oder was zum Fick ist passiert? Naja, die Sache ist ja, anscheinend ist es ja dieses ganze Ding. Um diesen Cube rum, die Insel, ist immer, wenn diese Zeit abläuft, ist alles, was auf der Insel ist, wird zu so einem Monster verwandelt. So. Und wenn man im Cube drin ist, ist man safe.
Ich meine, gut, das sind die Notizen. Die sagen, stay in the Cube. Aber warum sehen wir anscheinend irgendwie eine Vergangenheit oder eine Zukunft offenbar in diesem, Würfel? Weil der Cube einfach irgendwie krass ist. Das habe ich auch. Das ist auch irgendwie, habe ich jetzt nicht ganz gegettet. Da hieß es ja, diese random Zeitkombination. Da war auch dieser Timecode, der da lief. So weit, so gut, okay. Aber ich habe mich schon irgendwie prepared dann auf ein Minigame oder so, dass man da irgendwas machen muss, um diese Kombination irgendwie hinzubekommen. Aber es ist einfach nur eine Cutscene, die einfach irgendein Steampunk-ähnliches Zukunftsszenario darstellt oder irgendwie eine Stadt oder irgendwie so ein Scheiß. Ja. Und das kenne ich nicht, was das für ein... Also ob das jetzt eine Anspielung sein soll auf den dritten Teil oder irgendwie sowas, da werde ich nicht so ganz schlau draus. Eigentlich müsste ich mir dazu auch nochmal so ein Lore-Video reinzimmern, weil irgendwie... Ja, wäre wahrscheinlich schlau. Ja, weil... Ja, es macht halt... Weiß ich nicht, es ergibt halt... Ich gehe damit halt mehr Fragen raus, als ich mit Antworten rausgehe. So. Und nächster Stream auf Massis Channel ist einfach Reaction-Video von Lore-Video. Ey, jetzt kommst du auch noch mit Reaction-Dings an, ne? Wir haben noch eine, ich und Kappa, wir haben noch eine ganze Playlist mit Reaction-Zeug, was wir machen wollen. Das wird was. Da muss ich dir auch nochmal fragen, wann das passieren soll. Naja, gut. Aber die... Warum? Also okay, wir gehen auf die Insel, ist ja klar, irgendwie muss das Game halt beginnen. Dann stürzen wir aber durch irgendwas ab, was... Keine Ahnung. Hat uns da jemand abgeschossen ganz am Anfang? Ich glaube, hat jemand abgeschossen, ja. Ne? Okay, dann vielleicht war das auch... War das vielleicht die Olle? Die schon auf der... Die schon auf der Insel vielleicht? Ja, dort in dem Moment war sie schon auf der Insel, ja. Die Frage ist, warum war sie schon auf der Insel? War sie dort die ganze Zeit beheimatet? Irgendwie... Ja, also. Weiß ich jetzt nicht, aber es ist... Nee, warte. Wir gehen ja auf die Insel als Special Team, weil wir die Information haben, dass diese reiche Familie da verschwunden ist. Und wir sollen rausfinden, warum. Genau, diese Paften. Und wir sollen rauskriegen, was da passiert ist mit denen. Und dann stellt sich raus, die sind alle von diesem komischen Würfel beeinflusst worden, dass die schneller altern oder irgendwie sowas. Und deswegen schon so mutiert sind. Mutanten geworden sind. Ja. Nicht, dass sie schneller altern, ist was anderes. Okay, aber dass sie zu Mutanten geworden sind, liegt an diesem komischen Würfel. Genau. Okay, dann haben wir die gefunden. In diesem Dining Room oder Dinner Hall oder was das ist. Und da sind die mutiert einfach gewesen, da gab es einen witzigen kleinen Bossfight. Da haben wir die geschollert und das war's basically mit denen. Also die lebten noch mehr oder weniger, sind halt mutiert. Dann bist du basically von Bunker zu Bunker gegangen, um die Karten zu finden, um die Reihenfolge ausfindig zu machen. Ja. Also irgendwie, da müssen sie, also endemäßig, dafür, dass das Game jetzt vor einem halben Jahr oder so rausgekommen ist, also endemäßig müssen sie da eigentlich noch ein bisschen was bringen. Das ist... Ich weiß nicht, was denkst du über das Ende? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Die Sache ist auch, selbst mit den ganzen Lore-Videos habe ich halt nicht so ganz verstanden, warum der Dämonen sind, weißt du? Die machen, ja. Als ob das nur so ein Gimmick wäre, einfach nur so eine Mechanik, so, yo, wir können auf Knopfdruck Entities in Flammen versetzen oder irgendwie sowas. Ja, nee, aber die sind ja wirklich, die heißen ja wirklich Dämonen. Warum sind denn da Dämonen? Das heißt, es sind drei Fraktionen. Das sind die Creepies, also die Mutanten. Dann gibt es die, die Kannibalen, die anscheinend von dem Cube nicht beeinflusst werden, sondern einfach nur weirde Monster sind. Also ein Inselbewohner einfach, die so leben, Punkt. Ja. Und dann gibt es die Dämonen und warum auch immer Dämonen einfach, weißt du? Ja, also unten ist halt noch in diesem Bunker, wo wir reingegangen sind, war ja eigentlich erstmal so eine bewohnte Gegend, ne? Zimmer, dies, das, ganz normal, wie es in den anderen Bunkern auch halt aussieht. Und da ist halt einfach random dann einfach neben einem scheiß Badezimmer so gefühlt, geht halt einfach eine fucking Hölle los. Ja, ist halt ein Berg, also das Lava unten ist das normal, I guess. Ja, aber das ist... Da geht einfach, dass da die Hölle ist, so. Also, klar, dauert halt ein bisschen, bis du da durcharbeitest, aber wie du schon sagst, das mit dem Dämonen macht halt irgendwie nicht wirklich
syntaktisch Sinn, die damit reinzubringen? Also, was für ein Warum? Da fehlt doch noch irgendeine Schlüsselinformation, warum da die Hölle ist oder so, oder dass die da was gefunden haben oder so. Komisch. Also, erklärt sich mir jetzt nicht so ganz. Und dieses Vieh, was ganz mutiert zum Schluss den Helio gegrabt hat, als es in den Bosskampf ging, war das einfach irgendein Random-Ding oder war das irgendetwas, was wir... Wenn du den Kopf nicht gesehen hast, das war die davor bei einem Cube war. Ah, das heißt, die Olle ist jetzt mutiert, okay. Weil sie schon mutant war, ist sie halt schlimmer mutiert. Ah, okay, das macht Sinn zu dem Sie wurde sozusagen doppelt mutiert und deswegen ist sie krass geworden. Also so Monster. Okay, war der eine Dude dort Timmy, der nur so kurz mutiert ist oder so? Der eine Typ inwiefern? Weil da war einer, der hat seine Arme sind mutiert. Das ist Timmy gewesen, ja? Okay, nur dass ich es richtig wusste, aber der hat sich wieder zurückmutiert. Aus irgendeinem Grund. Warum? Wie ist das jetzt passiert? Weil der Cube, er war ja im Cube. Ja, aber er ist dann rausgegangen, wir sind ja dann zu dem Bossfight übergegangen. Und da ist Timmy auch gelaufen und der hat bei mir sind seine Arme so mutiert in den. Ja, genau, richtig. Aber er ist nicht noch weiter extra mutiert, weil er ja im Cube drin war, aber er war schon davor ein Mutant auch. Okay, aber das war dann Spiel, relativ. Oder? Okay, also es war dann aber relativ eingeschränkt, sodass er nicht so extrem mutiert ist, sondern dann sich irgendwie wieder, weiß ich nicht, bekommen hat und zurückmutiert ist, oder was? Ja, also so wie ich es jetzt verstehe. Okay, das ist absolut. Also. Warum diese Sachen so passieren, man. Keine Ahnung. Also ich hoffe echt, dass die Story nochmal irgendwie ein bisschen, oder das Ende nochmal irgendwie ein bisschen besser ausschmücken, weil das ging auch viel zu kurz. Also, weiß jetzt nicht, wir haben jetzt in 2 Stunden das Ende basically gespielt. Davon sind wir bestimmt eine halbe Stunde gefühlt einmal um die Insel gecruised. Und haben dann wahrscheinlich so, weiß ich nicht, irgendwas zwischen einer halben bis dreiviertel Stunde gebraucht für das Ende. Das finde ich ein bisschen wenig. Vor allem dafür, dass man einfach so durchrennen kann, gefühlt. Es ist ja aber auch, das ist ja so ein Spiel, was eigentlich nicht auf das Ende bzw. auf die Story gefokust ist, sondern eher so über dieses Survival. Genau, das ist ja... wie Minecraft. Okay, pass auf, das ist ja genauso in dem Fall wie Minecraft. Ach, meine Nase ist zu. Das ist so wie Minecraft in dem Sinne. Ende ist ja auch nicht so krass bei Minecraft. Das ist ja aber das Überleben-Spiel, was ja eigentlich das Spiel ist. Richtig, ist eigentlich ein Survival-Ding. Aber genau, man muss auch dazu sagen... Nur Story da, damit der Story da ist, würde ich jetzt mal so reinhauen. Ja. Und vor allem, ganz wichtig ist ja auch etwas, das markiere ich mit dem Mauszeiger im Stream gerade mal, Early Access. Also hier ist noch nichts, ne? Die bauen immer noch dran. Richtig. Deswegen, das heißt, kann noch Story kommen, auf jeden Fall. Also ich hoffe, also wenn es gut läuft, ich persönlich, also finde, grafisch ist es ja schon, es ist grafisch, tontechnisch. Ja, also grafisch ist es wirklich richtig geil. Die Notizen und sowas sind richtig cool gemacht. Ja, die sind auch richtig high quality. Du kannst halt jeden Millimeter wirklich einfach erkennen. Ja, es ist wirklich richtig geil. Also am liebsten finde ich die viereckigen Kreise. Alter. Ja, du hast eigentlich gar keine Chance, Informationen aus dem Game zu gewinnen, wenn du auf so einer Grafik da irgendwie Texte lesen musst, Mann. Umso lower deine Grafik ist, umso weniger Story kriegst du. Richtig. Du musst es DLC kaufen. Du musst sie einfach kaufen, damit du weißt, was abgeht. So, weißt du, wenn da Tipps irgendwie draufstehen oder Wegpunkte oder so Markierungen, dann bist du halt einfach am Arsch. Oder das Game erkennt, okay, du spielst auf Ultra Low, willst du dir die Notiz vielleicht in schriftlichem Text anschauen? Ja, schriftlichen Text, das wäre wär halt cool. So das wie bei Horrorspielen und sowas immer. Ja, also es wäre halt barrierefrei. Natürlich denkt man dann so, okay, aber wäre halt natürlich passabler, wenn die erkennen, du spielst halt auf Ultra-Low, yo, dann biete halt Texte an. Mein Gott, das ist, so viel ist es jetzt nicht. Aber ja, ich hoffe einfach noch, dass sie ein paar coole Mechaniken reinbauen irgendwie. Mehr Möbel, mehr Inneneinrichtung, dass du richtig schöne Butzen auch bauen kannst. Ja, Zäune aus Knochen, weil sonst keine Ahnung, was man mit den ganzen Knochen machen soll. Ja, keine Ahnung, die sind einfach... Gut, eine Rüstung kannst du halt bauen, weißt du, so eine Skelettrüstung. Ja, aber die keine Ahnung, dafür braucht man ja auch Kleber und Seil und sowas.
Ja gut, das sollte jetzt vielleicht nicht das Problem sein, dass man dann noch Kleber mit rankommt oder sowas, aber ja, zumindest storytechnisch können sie auf jeden Fall noch mit ausbauen und ich hoffe einfach, dass sie das Ende tatsächlich noch mehr ausschmücken, weil das war irgendwie so, das war irgendwie, okay, ja, zwei Bosskämpfe, okay, ja, aber irgendwie war das, weiß ich nicht. Das ist irgendwie nicht so, weiß ich nicht. War schon cool inszeniert mit dem Cube und so, aber irgendwie hat er, die haben irgendwie, dafür, dass man diese ganze Zeit diesen Cube irgendwie angeteasert bekommt über das ganze Game hinweg, ist der dann erstaunlich nur kurz an dieser scheiß Cutscene zu sehen. Ja, was willst du denn noch mit dem Viereck machen? Weil willst du, dass die Ja, Würfel weil, spielen oder was? ja, weiß ich nicht, halt so ein Minigame irgendwie draus machen oder so, oder den halt, weiß ich nicht, da fand ich das in Forest 1 viel eindrucksvoller, dass du diesen, du hattest diese Pyramide, du hattest die Mechanik, dass du verschiedene Sachen dort connecten musstest, du musstest verschiedene, Karten finden, um die Zugänge dort freizulegen, um da was zu holen. Du musst die eine rausnehmen, um deinen reinzutun. Das hatte so eine emotionale Verbindung und hier ist halt einfach nur so, yo, du gehst da rein. Okay, Virginia, actually, die hat ein bisschen an meinem, die hat mir ein bisschen mein Herz geschmeichelt, muss ich sagen. Sowohl beim Rückflug als auch dort in dem Cube, aber Bruh. die, ja moin, und die, aber ne, in Teil 1 hast du halt Timmy auf den Arm getragen. Und das hatte noch so ein, weiß ich nicht, das hatte so eine emotionale Verbindung halt. Und hier ist halt so, yo, nimm diese Waffe und töte den Halb-Satan. In der Hölle. Ja. So ein Ding ist das. Und da hoffe ich einfach noch, dass sie mal irgendwelche coolen Mechaniken noch irgendwie mit reinbauen, weil irgendwie war das noch nicht ganz so, weiß ich nicht. Da fühlt sich an, als fehlt da noch was. Es fühlt sich nicht vollständig an. Aber wie gesagt, Early Access Version 39946 haben wir gespielt. Das ist basically sonst auf der Faust so storymäßig. Also kannst du zwar ein paar Stunden rumbekommen, aber wir warten noch auf Zeug. Vielleicht kommt noch coole Deko, coole Mechaniken und hoffentlich auch noch eine erweiterte Story. Wäre zumindest fancy. War der Wald? Das Was denn? waren die Söhne des Waldes. Kurz noch eine ganz, ganz kurze Rezension im, wie nennt man's? Im Schnelldurchlauf oder sowas, wie ich sonst immer bei den anderen Games gemacht habe, die ich gezockt habe, so musikalisch, beziehungsweise akustisch, so vom Ton her, audiomäßig ganz solide, kann man nicht meckern. Storymäßig viel zu kurz, muss definitiv gebessert werden, das sollten die auf jeden Fall mitmachen. Grafisch kann ich persönlich nicht meckern. Manchmal gibt es ein paar irgendwie Frame-Drops und manchmal laggt irgendwas, aber das ist halt wahrscheinlich Early Access immer noch geschuldet und die ändern halt ihre Waffenmodelle zum Beispiel oder ihre Fallenmodelle ab und zu mal, dass die zum Beispiel irgendwas viel häufiger pro Sekunde abfragen als eigentlich notwendig, was zu Lags führt beispielsweise, aber das beheben die ja anscheinend teilweise. Dementsprechend geht es da auch vorwärts. Dann, was habe ich noch so vom Gameplay her? Grundsätzlich angenehm. Also spielt sich eigentlich angenehm. Manchmal gibt es noch immer so kleine Sachen, wo man wo die Bedienung vielleicht nicht ganz so gut gelöst ist. Auch das mit dem Ende hin. Willst du jetzt auf der Insel bleiben oder willst du mit wegfliegen? Das fand ich jetzt nicht so gut gelöst, weil die Tasche indizierte oder eher andeutete, dass man sein Zeug verloren hat und nicht, dass man auf der Insel bleiben will. Das habe ich aber vielleicht auch nur fehlinterpretiert und ist vielleicht auch nur ein Einzelfall. Und ansonsten, gutes Game. Ja. Also kann man auf jeden Fall bestimmt, wenn dort noch mehr Content dann nachgeliefert wird, bestimmt dann auch noch mehr Stunden rein verbringen und mal wieder sehr nice Hütten und Landschaften bauen, denke ich mal. Also das, was ich jetzt sehr gut finde, ist auf jeden Fall, dass die wie Häuser gebaut werden können. Manchmal ist es natürlich immer noch ein bisschen buggy, aber wenn man ein bisschen versteht, wie die Struktur von so einem Haus in Forest funktioniert, dann kann man da auch nice Sachen mitbauen. Und da hast du dann verschiedene Möglichkeiten mittlerweile, auch die Sachen schräg anzuplatzieren und die Wände halt wirklich in einem beliebigen Winkel quasi zu ziehen und so ein Zeug und elektrische Lampen und das sind Innovationen vom ersten Teil oder gegenüber des ersten Teils, die Sons of the Forest zumindest eigentlich sehr gut darstellen. Manchmal gibt es immer noch, wie gesagt, so Balancing-Sachen, die noch korrigiert werden müssen. Mit der KI zum Beispiel, dass random sich einfach solche Horden angreifen. Ansonsten kann man sich geben. Gutes, trotzdem unterm Strich, bis jetzt, gutes Game erstmal. Dann würde ich, glaube ich, so auf einer, ich
glaube, wenn ich, würde ich eine Schulnote vergeben wollen, würde ich bestimmt schon mit einer 2, glaube ich. Kommt halt drauf an. Das Genre muss einem gefallen. Aber so, erstmal so, es ist noch nicht perfekt. Es ist noch Early Access, von dem her. Ja doch, 2. Ich denke, eine 2. So. Und in diesem Sinne würde ich sagen, hauen wir jetzt rein, oder? Also streammäßig. Ja. Machen wir. Alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein. Und dann geht's jetzt gleich noch ab in die Credits. Nochmal einmal an die Musik. Und das war anscheinend vorerst. Vorerst. Single. Genau deswegen. Sons of the Vorerst. Sind wir und ja. Ich kann Abo-Moderation nicht. In diesem Sinne, haut da rein, wir hören uns. Heider Ackermann, adios.